Ich hoffe jetzt einfach, dass der kein Känguru ist. Wenn der jetzt Känguru ist, ne, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Wenn der jetzt Känguru ist, ne, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Schlimmste, was passieren könnte. Weil wenn der jetzt Känguru ist, dann... Wir spielen jetzt praktisch ohne Kit gegen den Typen, genau. Da! Und was ist er? Hi, Menschen, bisschen willkommen zu einer Folge einer Games. Schön, dass wir machen wir jetzt Challenge vom Leben. Schiller werden wir geschrieben. Du bist mir zu fein, Challenge. Du musst nach ihm killen, dass wir jetzt vollste Item wegwerfen. Wird nervig. Also ich kann mir wetten, ich traue mich wirklich wetten, das wird nervig, aber ich habe mir dafür ein sehr, sehr starkes Kit genommen, damit wir diese Challenge natürlich direkt mal durchrocken. Moment, erstmal ganz kurz hier. Genau, okay, wir haben richtig krassen Stuff. Ich habe dafür, das vielleicht seht ihr schon an diesem Teil hier, das schöne Kit Schinken genommen. Weil ich halt noch ein bisschen Lust drauf hatte, mit Schinken zu spielen, da habe ich mir gedacht, naja, nehmen wir einfach mal als Instand starkes Kit und glaube ich, ganz gerecht für die Challenge. Und, jetzt muss ich mal gucken, Moment, porten wir uns mit einer Perle direkt mal hinten hin. Und für alle, die nicht wissen, was das schöne Schinken-Kit kann, das schöne Schinken-Kit hat die Fähigkeit, dass jedes Mal, wenn ich eben den Schinken snacke, dass ich, also ich muss einmal rechtsklicken auf den, dann ist mein ganzer Hunger wieder aufgefüllt, beziehungsweise ich bekomme auch ein paar Effekte für 5 Sekunden, zum Beispiel Speed, Regeneration und 50% mehr, ich mache 50% mehr Damage. Also auf jeden Fall, sagen wir, ich bin OP drauf, wenn ich den Schinken gegessen habe, das ist so ein MLG-Schinken. Und ich gehe jetzt direkt zu einem Baum und crafte mir direkt mal ein bisschen was, wir haben richtig krassen Stuff. Also gut, Leute, wir müssen jetzt auf jeden Fall nach dem Kill einfach jedes wertvollste Item wegwerfen. Deswegen denke ich mal, wir werden sehr oft Dia-Schwerter wegwerfen. Aber ich denke mal, es wird glaube ich, nur nervig. Schwer, glaube ich, wird es nicht. Aber werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Jetzt machen wir es erstmal. Hier, komm, machen wir gleich 2 Stück. Einfach nur, weil ich ja eh eins nach einem eben Kill was wegwerfen muss. Dann machen wir das hier noch. Dann hier noch Schuhe. Der nächste ist noch nicht da. Das heißt, wir können ganz kurz eine Hose machen. Moment. Hose und Helm. Okay. Den Schinken da einhauen. So, zack. Ich muss gerade ein bisschen gerade mich auszurüsten. Tut mir leid. Das hier. So. Okay. So. Okay, nice. Gut. Gut, gut. Dann fangen wir direkt an. Ich bin jetzt... Nice. Ich bin jetzt übrigens wieder aus Köln zurück. Das bedeutet, ich bin jetzt wieder... in meinem stinklangweiligen Zuhause gefangen, aber dafür kann ich jetzt wieder schöne, frische Videos bringen. Ich nehme mal den Speed-Ding hier mit und dann gehen wir direkt von ersten darauf, da brauchen wir den Schinken gar nicht mal. So, Moment, einmal genau, zack, zack, okay, den haben wir. Dann werfen wir, das wertvollste Item ist mit Abstand mein Dierschwert. So, ich sehe den Schinken jetzt übrigens in der Challenge mal nicht als Item an, weil das ein Kit-Item ist sozusagen. Das heißt, ohne das, ja, könnte ich praktisch gar nicht sehen. So, jetzt essen wir kurz den Schinken. Und jetzt, ist gut timen. Okay, wir timen es nicht gut. Aber wir kriegen ihn trotzdem. Wir haben den Schinken leider nicht gut getimed, aber das wertvollste Item ist mit Abstand wieder... Ich würde sogar fast sagen, meine Healports. Ja komm, wir werfen mal die Healports weg, ne? Zumindest halt ein Stack davon, den ich hatte. Ich würde sagen, die sind sogar ein bisschen wertvoller wie das Dierschwert, wenn ihr mich fragt. Wir können es aber auf ganz schnelle Weise... Wenn da kommt einer. Okay, der hat einen Bogen. Da muss ich ganz kurz kämpfen. Komm, zack. 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 Jetzt timen wir es ganz kurz mit dem Schinken. Moment. Einmal Schinken rein und... Okay, das ist ein Känguru. Zack, haben wir. Okay, dann einmal das hier wegwerfen. So. Und Leute, vor dem Final Kampf, habe ich gerade beschlossen, werfe ich nochmal den Schinken weg, ja. Dann machen wir wirklich MLG, Leute. Dann machen wir wirklich MLG. Dann werfen wir einfach den Schinken weg. So. Also, um wieder aufs Thema zurückzukommen. Ich bin, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Moment, Schinken. Und damit haben wir den. Okay, nice. Das nächste. Jetzt haben wir sogar 2 Schinken, heilige Scheiße. Dann werfe ich jetzt einfach mal, was ist das wertvollste Item, was ich habe. Mit... Ja, ich würde sagen Dierschwert, ich würde sagen Dierschwert. Komm, habe ich noch eins? Dankeschön. Dankeschön, Moment, da ist noch einer. Das ist ein Ungeheuer. Das ziehen wir jetzt einmal mit Bogen, einfach weil wir es können. Moment. Komm schon. Ich will das jetzt mit Bogen töten, einfach nur weil ich es kann. Wir leben noch. Okay, es leben noch ein paar. Zack, okay, haben wir. Dann werfe ich jetzt einfach mal. Ja, das ist wieder mein Dierschwert weg. Muss ich jetzt ein neues craften. Moment. Zack. Ich sag, es ist einfach nur nervig, die Challenge, aber ich finde sie trotzdem ganz cool. Machen wir einmal, zack, Dierschwert, Dier Boots, dann Eisenhose und Eisen
Okay, doch kein Eisenhelm. Dafür allerdings. Nee, Moment. Moment. Die will ich doch gerne halten. So. Oh, dann können wir das hier mal wegwerfen. Dann könnten wir eigentlich. So, ich würde sagen, wir machen uns mal ein paar Goldäpfel, oder? So, Moment. Wir können natürlich auch auf so einen mega OP-Goldapfel sparen. Könnten wir auch. Aber nee. Machen wir mal 4 Goldäpfel, so. Ich meine, wir gönnen uns ja sonst nichts im Leben. Und dann, wir können eigentlich jetzt mal ein Essen, dass wir ein bisschen ränken. Weil ich muss immer ein bisschen Hunger übrig haben für den Schinken dann noch, wenn der Kampf kommt, ne? Und dann vor dem letzten Kampf, Leute, werfe ich den Schinken weg. Das heißt, beim nächsten Kill werfe ich einfach den Schinken weg, weil streng genommen ist ja der Schinken immer mein wertvollstes Item, ja? Streng genommen, eigentlich. Aber das ist so ein Kit-Item, deswegen habe ich mir gedacht, wäre Blödsinn, wenn ich den wegwerfen würde. Aber jetzt würde ich sagen, nehmen wir auf die, wir können auch eine Enderperle nehmen. Oh, nein. Okay, wir brennen. Ich bräuchte ganz, genau, so. Okay. Dann renne ich jetzt einfach zum nächsten, kill den, dann werfe ich meinen Schinken weg und dann machen wir einen Final Hit. Final Kampf auch komplett ohne Schinken, also auf gut Deutsch, ganz ohne Kit, das schaffen wir auch. Ja, okay, komm, einfach Schinken rein, der, die sollte jetzt nicht die Herausforderung sein. So, genau, dann haben wir. Dann einmal Schinken wegwerfen, weil jetzt kommt der letzte Kampf, da habe ich gesagt. Machen wir ohne Schinken. Machen wir jetzt auch, dafür haben wir 3 Goldäpfel und ist hier noch irgendwas drin. Noch ein bisschen Eisen, die könnte ich ganz gut gebrauchen. Moment. Machen wir das mal dahin, so. Komm schon, ich brauche nur dieses Eisen. Da, danke schön. Und dann. Hast du noch Holz? Nee, dann nicht. Okay. Schade, Schokolade. Dann würde ich sagen. Ja komm, macht nichts Scheiße, wir machen einfach mit dem Helm. Das wird ja schon noch aushalten, oder? Ja, das hält ja noch locker aus. Gucken wir hier noch rein, noch ein bisschen Eisen, noch ein bisschen Gold, okay. Davon noch ein bisschen, dies, das. Eventuell können wir noch ein bisschen enchanten. So, genau. 3 Level. Und einmal auf Sharpness. Einmal auf Power. Einmal auf nichts mehr. Und dann haben wir hier noch ein Crafting Table, das heißt, wir können uns doch noch den geilen Helm machen. So, Leute, jetzt sind wir OP, also. Jetzt mit dem Helm. Jetzt kann es keiner mehr schlagen. Essen wir das mal. Ich hoffe jetzt einfach, dass der kein Känguru ist. Wenn der jetzt Känguru ist, ne, das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Weil wenn der jetzt Känguru ist, dann. Wir spielen jetzt praktisch ohne Kit gegen den Typen, genau. Da! Und was ist er? Und was ist er? So, da geht's auch schon gut gelaunt in die nächste Runde. Diesmal schwer mit dem Kit. Vampir macht wieder, die ist mir zu fein. Challenge, vielleicht kriegen wir sie ja diesmal nicht mal. Gerade sind wir kläglich gescheitert. Ich habe keine Ahnung, woran das lag. Ich glaube, wir waren einfach zu schlecht im Kampf. Es lag doch nicht daran, dass der Känguru war und wir den Schinken weggeworfen haben. Nein, Cube. Wieso bin ich auch so behindert und wirf diesen Schinken weg? Und so. Und dann nochmal ein bisschen Level. Na komm, ich weiß nicht, wie ich zuerst killen soll. Einer von den beiden, okay, der wollte mich gerade vergiften. Das heißt, der wird zuerst sterben. Komm, der port sich dahin. Er soll näher kommen, der Kleine. Der kleine Schlingel, der wird direkt sterben. Moment, einmal das hier nehmen. So. Oder komm, wir holen zuerst den da. So, haben wir. Okay, dann müssen wir das wertvollste Item wegwerfen. Das ist definitiv das hier. Haben wir jetzt bloß ein Holzschwert. Trotzdem, glaube ich, könnten wir den Barbar da hinten down kriegen. Mit unseren Damage Potions. Komm näher. Für dich gibt's jetzt keine Bam. Bam. Und. Bam. Bam. Okay, gut. Gut. Das nächste wertvollste Item ist hier definitiv die Dias. Weil ich mir damit ein Dias-Schwert machen hätte können. Deswegen habe ich jetzt einfach mal die weggeworfen. Dafür enchante ich jetzt ganz kurz mal mein. Nicht das. Bogen. Auf 1, wenn's geht. Okay, ich habe noch auf 2 enchantet, egal. Dann eventuell ganz kurz mal das. Okay, der nächste direkt da. Kann ich mir irgendwas machen? Nein, aber ich habe hier Essen. Das könnte ich ganz gut gebrauchen. Und dann nehme ich hier noch die 2 Dinge auch nochmal mit. So, und dann jetzt einmal kurz verschwinden. Okay, jetzt merke ich die Challenge. Also jetzt merke ich die Challenge, wo ich mir einfach kein nächstes Schwert mehr machen kann. Jetzt merke ich langsam.
was der Sinn von der Challenge überhaupt ist. Und gerade eben habe ich mir gedacht, na komm, ich werfe einfach mal hier schon weg und ich finde mal wieder Neues, aber jetzt habe ich einfach keins und bloß ein Holzschwert. Das heißt, jetzt sind wir einfach immer ein bisschen schwieriger. Ich verstehe die Challenge aber auch richtig, ne? Ist mir zu veranstaltet, du musst nach jedem Kill das wertvollste Item wegwerfen, okay. Das wertvollste Item ist natürlich immer, was ich als wertvollstes Item ansehe. Ich habe jetzt halt immer das Schwert genommen und einmal auch was, irgendwas anderes. Moment, da ist jetzt einer mit. Genau. Komm schon. Ja, nice, wir haben ihn down, okay. Dann einmal der Bogen. Der verzauberte Bogen ist da das wertvollste gewesen. Hat der hier irgendwas gehabt, was ich gebrauchen könnte? Ich glaube, der hat ein Eisenschwert, oder? Genau. Genau, eine Goldhose noch. Ein paar Level. Steaks. Ja, das soll eigentlich gewesen sein. Dann enchante ich ganz kurz mal. Nicht enchanten, sondern gib mir ein paar Level und mach mir einen Gold-Brustpanzer. So, nice, nice Sache. Und dann würde ich sagen, gehen wir aber auf Slapkid TV drauf. Und dann machen wir ihn zu einem kleinen Kid. Dieser Witz war. Also dieser Witz, Leute, das toppt mein Niveau. Also Leute, ja, kommt. Ich bin auch ein bisschen müde, weil ich heute extra früh aufgestanden bin. Extra früh 12 Uhr. Damit ich noch ein Video für euch aufnehmen kann. Und das, vielleicht merkt man eventuell, dass ich ein bisschen müde bin. Aber, YOLO. Wir machen das Ganze einfach, ne? Klingt trotzdem hin. Ich mache jetzt 2 Runden und alle klappen. Ich meine, es ist nicht so, als wäre ich in der ersten direkt von einem Känguru zerfistet worden. Nee, nee. Das habe ich nur eingebildet. Ich mache hier nur noch eine Runde, weil ich Bock drauf hatte. So, wir haben schon mal 4 Level. Damit könnte ich eigentlich ein Schwert enchanten, was eigentlich ganz nice wäre. Aber, komm, vielleicht kann ich den hier. Genau. Und was passiert? Und was passiert? Ah, das ist Slapkid. Haha, und das war Enterhaken und wir haben es weggekittet. So, das wertvollste Item hier ist mit der wahrscheinlich der, nicht das Licht, das Lava-Eimer, sondern der Goldapfel. Und dann sammle ich hier mal das hier auf, ein bisschen Eisen noch so, okay, egal. Ich nehme auch noch ein paar, also die Runde zieht sich ganz schön, ne? Die Runde, komm jetzt sofort, da zieht sich die Runde. Machen wir mal das hier weg. Vielleicht das hier noch rein. Das hier brauche ich nicht unbedingt. Das auch nicht. Ich hätte keine Enderperle. Wenn ich eine Enderperle hätte, könnte ich mich ziemlich schwuppsdiwupps zum nächsten Ding porten. Zum nächsten Gegner. Okay, da ist er. Moment. Ich wollte auch ganz kurz noch was sagen. Fällt mir gerade auf. Aber erstmal muss ich den hier töten. So, nice haben wir. Damit abschauen, das wertvollste Item ist hier. Definitiv das hier und ich tausche es gegen ein Diaschwert ein, Leute. Bin ich nicht gut. Ich habe das Eisenschwert weggeworfen und dafür ein Diaschwert genommen. Das ist ein bisschen chillig jetzt. Ich wollte noch was sagen und zwar hat das Video mit dem lieben Unge, das wo ich den nicht in Köln getroffen habe, also mein Bruder, für all die es nicht wissen, könnt ihr unbedingt mal angucken, weil wir haben da festgestellt, dass Unge und ich Brüder sind. Das hat innerhalb von nicht mal 24 Stunden einfach schon mal 51 Daumen nach oben bekommen, habe ich gerade gesehen. Das ist stark von euch. Also wenn ihr jedes Video so stark liken würdet, das wäre der Hammer. Also, Dankeschön für 51 Daumen nach oben bei diesem geilen Video hier. Würde mich freuen, wenn ihr die Undergames folgen, dass ihr auch ein bisschen gut liken würdet, aber nee, Spaß. Liked einfach, wenn euch wirklich was gefällt, dann passt das Ganze und dann kriegen wir das schon hin. Also, falls euch die Folge bis jetzt gefällt, dann könnt ihr auch direkt mal ein Like da lassen, bevor es damit schwer am Ende vergesst. So, haben wir gut eingebaut und jetzt würde ich sagen, holen wir uns die letzten 2 Stück. Jetzt könnte es ein bisschen problematisch werden, weil wenn ich jetzt wen kill, dann habe ich kein Eisen und kein... Doch, Eisen habe ich noch. Okay, gut. Das heißt, ich könnte mir noch ein Eisenschwert machen, aber ich würde trotzdem ein Schwert downgraden. Was im Endeffekt nicht gut wäre. Okay, da sind jetzt welche. Ich hole mir ganz kurz erstmal ein bisschen Speed. Moment. So, einmal hier Speed geholt. Okay, nice. Und dann... Der hat, glaube ich, Regeneration. Aber das macht uns gar nichts. Und es ist so ein richtig blödes Känguru. Aber wir gehen direkt hinterher. So. Puh. Okay. Einmal das hier wegwerfen. Hat der Dias gehabt? Ja, hat er. Okay. Das heißt, ich kann mir auf jeden Fall gleich nochmal ein neues Dias-Schwert machen. Das hier brauche ich dafür. Genau, so. Und einmal das hier hinstellen. Einmal Sticks. Oh. Fuck. Fuck. Lass hier. Ich muss das Dias finden. Okay, ich rüste mal mein Holzschwert aus, so. Aber ich muss jetzt Dias finden. Ich muss jetzt irgendwie
ganz, ganz schnell Dias finden, weil jetzt habe ich hier das Problem, dass ich am Ende einfach jetzt noch nichts habe. Ich habe jetzt einfach gar nichts. Ich habe ein paar Goldäpfel und so, aber von Schwert her bin ich richtig nicht tief ausgerüstet, ey. Komm. Okay, Gold, das ist nicht das Geiste. Dia, das sind Dias, das sind Dias. Komm. Okay, er ist direkt da hinten, komm. Bitte lass ihn, brauchen. Komm. Nein. Ich bin gerade ein bisschen panisch. So, okay, gut. Jetzt. Jetzt können wir ausrüsten. Wenn der jetzt ein Känguru ist, ist mir scheißegal. Er wird sterben. So, komm nur her. Genau, dann kriegst du mal einen Pfeil in die Fresse. Dann kriegst du noch einen in die Fresse, so. Ey. Ist es eigentlich Zufall, dass der jetzt Schinken war? Warum haben die am Ende alle so Abfucker-Kids? Deswegen ich nicht gewinnen. Oh. Ich würde trotzdem sagen, wenn euch das Video irgendwie trotzdem gefallen hat, auch wenn ich jetzt zweimal den Endkampf verloren habe, glaube ich, war es trotzdem ganz spannend wegen den ganzen Gears und sowas, dies, das, für mein Gelaber. Ich meine, es ist ja immer spannend, Leute. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like da. Ich würde mich mega drüber freuen. Vielleicht schaffen wir 50. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis jetzt beim... Ich habe meine Verabschiedung verlernt. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, meine lieben Kiwis.